Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV. Heute wieder mit einer neuen Mod-Vorstellung und zwar das MAN TGS Haken Leaf Pack. Ja, ich bin immer zu faul, das aufzuschreiben, dass ich nur ablesen brauche und wenn ich es dann nicht mehr auswendig weiß, dann verhaspel ich mich halt. So, ich habe die jetzt farblich mal hervorgehoben, weil es verschiedene Ausführungen sind. Ich sage hier mal einmal den 5-Achser, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier den 4-Achser. Dann haben wir hier ganz normal nochmal den 4-Achser, aber hinten 3 Achsen, vorne eine Achse. Und da haben wir den ganz normal 3-Achser. Den, wo ich auch am liebsten habe. Und da steigen wir mal ein. Wie gesagt, das ist... ja. Für jeden Geschmack wieder was dabei. Wie gesagt, ich bin halt mehr Fan von dem da. Oder wenn es halt dementsprechend schwer ist, noch der da, aber vorne zwei Achsen, das gefällt mir nie. Wie gesagt, es ist für die IoT Runner, ob es jetzt von dem FSM-Team ist oder ganz normal Standard und so weiter und so fort. Deswegen habe ich jetzt mal dieser MAN TGS Hakenlift 10x10. Das habe ich jetzt nur mal Container hingestellt, damit ihr eben sieht, wie das aussieht, wie das rüberkommt. Dieser Blinker, Lichter, funktioniert alles. Damit mir es glaubt. Blinker. Geht alles. Wie gesagt, auf Lichter versteife ich mich nie. Da ziehen wir den hoch. Sind es einfach nur Kramper-Container. Hänger, Anhängerkupplung könnt ihr euch raussuchen. Ja, nein, dass ihr die normalen Tandem- oder Tridem-Hänger dranhängen könnt, wie ihr wollt. So, der kleine Shop. So, der nächste Kamerad. Nehmen wir den weißen. Hopp. Wie gesagt, das ist der MAN TGS Hakenlift 8x8. Ziehen wir den auch mal hoch. Das ist der mit den 3 Achsen und vorne eine. Achse ist noch mitlenkbar, seht ihr ja. Und der letzte ist der MAN TGS Hakenlift 6x4. Wie gesagt, die Form habe ich am liebsten. Die benutze ich auch immer. Aber ein nettes Pack und so, verschiedene LKW und MAN. So sehen die eben jetzt aus mit Containern.
Wie verschiedene Ausführungen. Voilà. Zeige ich euch noch die schnell im Shop. Da sind sie. Wie gesagt, das war der kleine. Kosten alle gleich, alle 180.000. 540 PS. Und wenn ihr die eben auswählt, könnt die Anhängerkupplung raussuchen, hinten Standard Motorausführung W680 V8 Motor, Farben volle Kanone, Radsetup normale Breitreifen, die Felgenfarbe auch volle Kanone aussuchbar und das Design, was es das Design ist, weiß ich nicht besonders, kann man mal hergehen und auswählen, vielleicht merkt man einen Unterschied. Wie gesagt, bei den anderen ist es genauso, der 10x10, alles das gleiche. Wie ihr lustig sein, wie ihr wollt, wie ihr da Interesse habt. Also was ist Design? Gucken wir mal schnell bei dem Kamerad. Ah ja, mit Frontschutzbügel, da. Das ist das einzige Design und da oben diese Lampen, ich glaube, die sind da vorne nicht, oder? Muss mal kurz rennen und vergleichen. Nee. Hier sind nur... gelbe Lichter. Wie gesagt, das ist das, was das Design ausmacht. Ja. Spoiler, Rammschutz und eben diese Lichter da oben. Rundumlicht geht. Diese Lichter hinten geht auch. Oben geht auch. Gut. Ihr habt ja das tolle Pack gesehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hat sich gefallen, lasst ein Abo und einen kleinen Daumen nach oben, Kommentar da. Bedanke mich, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Rockbauer. Macht's gut, tschüss, ciao.